Baumwolle statt Plastik. Auf dem Marktplatz in Detmold gab es am Vormittag ein großes Tauschgeschäft. Bürger wechselten rund 1000 Plastiktüten gegen Baumwollbeutel ein. Die Idee zu der Aktion hatten Schüler des Grabbe-Gymnasiums. Sie wollen dazu beitragen, dass weniger Plastik verbraucht wird. In Deutschland gehen pro Minute 10.000 Plastikbeutel über den Ladentisch, aber nur 10% davon werden wiederverwertet.